Es gibt Orte, die vergisst man nie. Zum Beispiel Delixen, wo ich bis zu meiner Einschulung lebte. Nach 60 Jahren möchte ich einmal schauen, was sich hier verändert hat. Zum Beispiel hier am Rheinbach, wo unser Lieblingsspielplatz war. An so manche Erlebnisse hier am Rheinbach kann ich mich erinnern. Zum Beispiel mit Renate, der Tochter vom Tankstellenwächter. Auf und ab warteten wir durch den Bach, immer auf der Suche nach Interessantem. Barfuß, im Sommer, es war herrlich. Hier unter der Brücke unser erster Kuss, heimlich, damit uns niemand beobachten konnte. An der Stelle haben wir so manchen Damm gebaut. Und hier habe ich mir die Fußsohlen aufgeschnitten, weil ich nicht gesehen habe, dass Scherben auf dem Bachboden lagen. Im Herbst, wenn die Felder abgeerntet waren, haben wir Wasser in die Mauselöcher gegossen und haben uns köstlich amüsiert, wie die patschnassen Mäuse das Weite suchten. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Ufer so dicht bewachsen war. Und der Straßenlärm von der B3 war vor 60 Jahren auch noch nicht so schlimm. Nun will ich doch mal sehen, was es heute hier so zu entdecken gibt. Ja, Käfer und Spinnen, die gab es hier schon immer. Das Wasser des Rheinbachs, der von Varrixen nach Delixen fließt, hier entlang der B3, ist immer noch schön klar. Ob es hier noch Stechlinge gibt? Mal schauen.
Hier an dem Steilufer müsste es doch eigentlich auch etwas Interessantes zu entdecken geben. Aber nichts rührt sich. Hier muss es doch Leben geben. Oder bin ich zu unvorsichtig? Und da, endlich, ein Stichlingsmännchen. Er jagt gerade das Weibchen aus dem Bau. Jetzt schlüpft er da durch, wieder raus und kurft darum. Hi, das ist mal was Interessantes. Tapfer bewacht er sein Nest und auch ein Wasserskorpion kann hier nichts ausrichten. Danke, dass Sie mich begleitet haben. Und vielen Dank für das Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lothar Freier.